schon kurz nach sieben. Irgendwas ist mit meinem Hals. Boah, das war jetzt höchste Zeit. Jetzt müsste ich theoretisch da sein. Mein erster Flug ist um neun. Ist okay. Boah, mein Hals, Mann. Irgendwas ist mit dem nicht in Ordnung. Nichtsdestotrotz. Ich weiß, los. Fünf Flüge stehen noch auf dem Programm. Und oh, ich bin so müde. Ich habe ja kaum geschlafen. Und dann haben die Nachbarn mich wieder wach gemacht. Und der Hund und boah. Ich bin wieder später weggekommen als gedacht. Also ich muss dem Chief Pilot noch mal eine E-Mail schreiben. Das mit diesen Extra-Tagen-Bezahlung. Also entweder raff ich das von vorne bis hinten nicht. Oder da stimmt schon wieder irgendwas nicht. Ich raff es einfach nicht. So, der letzte Paycheck, ja, da habe ich $427 für einen Extratag bekommen, wo ich nur 1,2 Stunden geflogen bin. Aber da kriegt man ja 40 Stunden Minimum bezahlt und so weiter. Das ist trotzdem zu viel, irgendwie, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall hab ich dann für den letzten, es gab ja wieder einen Paycheck vor 2 Tagen, gestern. Da habe ich 487 habe ich irgendwie bekommen. Dann habe ich jetzt 427 habe ich weniger bekommen. Für einen extra Tag, an dem ich 6,2 Stunden geflogen bin. Was eigentlich doppelt bezahlt wird, für 12 Stunden. Also habe ich für 4 Stunden einmal 400 sonst was bekommen. Und für 12 Stunden ein bisschen weniger sogar. Darf ich nicht. Also, da frage ich mal nach, wie das sein kann und dass die, ob die das nicht in Zukunft für alle Piloten einfach mal aufschlüsseln, für wie viele Stunden man an welchem Tag wie viel bezahlt bekommt. Kann ja nicht sein, dass wir da immer rumraten müssen. Und da werde ich direkt dann eine Kopie noch an den Präsidenten schicken, damit das direkt diskutiert wird. Oh, so, jetzt haben wir schon, ach Gott, kurz nach halb. Hauptsache ich bin da, bevor der Koji abhebt. Damit er auch mitbekommt, dass ich wenigstens noch relativ pünktlich am Start bin. So, mal gucken, ob es bei 5 Flügen bleibt oder ob noch ein 6. drauf kommt. Es ist immer noch offiziell hier ein Feiertag. Der Tag nach Thanksgiving. Weil die Amerikaner ja einen Tag brauchen, um sich von den Festschmaus an Thanksgiving zu erholen, scheinbar. Ja, und heute ist natürlich auch Black Friday. Die ganzen Amis müssen einkaufen, müssen die Konjunktur am Laufen halten. Und das findet natürlich dann auch noch nicht nur online, sondern auch in den Geschäften statt. Ich habe nichts mehr gefunden. Ich habe gestern auch bei Amazon gesucht, bei GoPro, bei DJI und überall, ob ich noch irgendwo was kaufe. Ich habe mir ja überlegt, auch so eine Workout-Bench zu holen. Da habe ich eigentlich eine gute gefunden. Die war runtergesetzt von 200 auf 107. Aber die steht mir ja auch wirklich nur im Weg rum. Und ob ich dann wirklich mehr trainiere, ist dann natürlich die Frage. Ja. Also, jetzt bringen wir jetzt mal den Arbeitstag hinter uns und dann hoffe, das klappt mit den Trinkeln heute ein bisschen besser als gestern. Boah, ist was los in der Luft. So, es geht jetzt auf die erste Tour von 6. Ist wieder in den Flug draufgekommen. Die erste Tour von Koji wurde gecancelt. Leute sind krank. Haben sich wahrscheinlich überfressen. Boah, ich bin so müde vor dem ersten Flug. Also das hatte ich noch selten. Es ist super warm, nicht viel Wind. Und die Leute kommen wahrscheinlich alle mit einem super überfressenen Magen, der noch halb voll ist. Das heißt, ich werde meine Turns ganz smooth machen heute, ansonsten habe ich direkt Kotzerei. Okay, auf geht's. Boah, hab ich im Sack, Mann. So, jetzt ist die Ostseite auch noch voller Wolken. Dass man keine, die Wasserfälle nicht anfliegen kann. Die Wellen an der Nordseite ist der absolute Wahnsinn. 50 Fuß. Die sind so hoch. 15 Meter. Über 15 Meter. Und das sieht schon geil aus. So, ich habe erst 3 Flüge hinter mir. Kurze Lunchpause. Jetzt geht's nochmal auf 3 Flüge. Ich bin so im Sack. Unglaublich. Trinkgeld gab es 3-mal, allerdings nicht auf den letzten beiden Flügen. Naja. So, Feierabend. Ey, dann die letzten beiden Flüge, die waren absolut mega Horror.
tiefe Wolken, Regen, kaum was gesehen, keiner ist mehr da lang geflogen, außer ich. Und der Koji, der haut immer direkt ab, der wartet gar nicht, bis ich gelandet bin. Ist auch was Neues. Aber ich bin heute... Ey, der fliegt 5,5 Stunden für die gleichen Touren, die ich geflogen bin. Und ich fliege 5,8. Na gut, das ist jetzt nicht der größte Unterschied. Aber ich habe auf jeden Fall 12 Stunden mehr als der Wesley und der ist morgen die Nummer 1 und übermorgen auch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da noch Flüge draufgekommen sind morgen. Ich hoffe nicht. Denn ich würde gern morgen mal so bis 8 Uhr oder 7 Uhr schlafen. Mist. Ich muss wieder um 6 Uhr raus und ist wieder voll. Der nächste Paycheck, der müsste eigentlich ziemlich gut sein. Aber ich muss morgen wieder um 6 Uhr raus. Was besser ist als 5, aber... auf dieses Nasenspray genommen. Jetzt meine Nase wieder komplett dicht. Jetzt muss ich das wieder langsam reduzieren oder was auch immer. Auf jeden Fall bin ich um 5:30 zu Hause, 5:30. Es gab noch 2 Briefumschläge von gestern, es gab 4 Briefumschläge heute, da ist ja nur in einem was drin. Aber ich habe schon $160 in der Tasche, von daher, es war auf jeden Fall ein guter Tag. No matter what. Und es wird halt doppelt bezahlt. Die 6 Stunden, die ich geflogen bin. Das ist auch gut. Ich muss trotzdem morgen in der Pause, die ich habe, dem Chief bald mal eine E-Mail schreiben. Ja, das habe ich nämlich heute nicht mehr geschafft, dass er mir das mal aufschlüsselt, ganz genau, mit dem, was er da bezahlt. Denn das ergibt so überhaupt null Sinn. Das habe ich dem Koji erzählt, der meinte auch, ja, aber für ihn gibt das auch nie irgendwie Sinn. Und da ist auch irgendwas drauf. Ich dachte, ja, das, dann sollen die das mal aufschlüsseln. Was soll das, ey? So, ja, die May, die wollte jetzt noch trainieren gehen, habe ich gesagt, so auf gar keinen Fall. Und die Shana, die hat mir Essen mitgebracht. Komplettes Menü von gestern, mit Turkey und allem. Jetzt muss ich mir überlegen, ob ich das esse, wahrscheinlich. Oder das, was übrig war von dem Mittagessen gestern, was die Mädels ausgegeben haben. Auf jeden Fall habe ich Hunger. Ich habe nämlich zwischendurch mehr oder weniger nichts gegessen. Mein Hals war so rau irgendwie von irgendwas. Ich glaube, ich bin irgendwie krank oder sowas. Denn meine Nase ist zu, mein Hals ist rau. Ich muss den ganzen Tag Lutschbonbons essen. Lutschen. In der Luft war ohne Ende was los, aber am Schluss nicht mehr auf der Ostseite. Jetzt landen sie gerade wieder 3 Helikopter, Tourhelikopter gleichzeitig. Und die heben immer noch ab. 20 Minuten vor Sonnenuntergang. Ja, wie kann das sein? Mir auch egal. Ich bin froh, wie ich nach Hause komme. Morgen muss ich um 6 Uhr aufstehen. Das ist genau wie heute eigentlich. Ne? Ja. Und dann wieder den ganzen Tag fliegen. Ey. Vielleicht habe ich Sonntag mal weniger. Aber das ist halt die Sache mit diesen Holidays. Ne? Thanksgiving oder sonst irgendwas. Die Leute sind halt einfach am Start. Und gönnen sich was. Ich habe so viel zu essen, Mann. Ich habe noch diese Hühnerdinger. Ich habe noch Kuchen. Da ist auf jeden Fall ein Stück rein. Dann habe ich noch hier Chicken mit Reis von dem Mittagessen. Und dann habe ich jetzt hier schon wieder neues Essen von der Shana. Und diese Maiskolben. Ja, das ist das Thanksgiving-Essen. Ich glaube, das ziehe ich mir jetzt erstmal rein. Oh, boah, mich im Sack, Mann. Ich habe schon wieder dieses taube Gefühl auf den Ohren. Und so müde, Mann. Ey, dieser neue Typ, ne? Der Wesley, der da für uns arbeitet, der geht mir immer mehr auf den Sack. Also nicht nur, dass der nie arbeiten will, ja? Jetzt sagt er, oh, ich bin krank. Weißt du, Mittwoch, ja? Können die keinen zweiten Piloten finden, weil der nicht arbeiten will. Ne, extra Day. Und jetzt sagt er, ist der krank. Das heißt, ich bin morgen Erster. Erst ab. Muss um 5 Uhr aufstehen. Ich habe gerade der Jamie gesagt, ey, ich stehe nicht um 5 Uhr auf. Das kann aber nicht wahr sein. Ich habe 12 Stunden mehr als der Wesley, ich habe 10 Stunden mehr als der Markus, ich habe ein paar Stunden mehr als der Koji. Und jetzt muss der Koji morgen reinkommen, nochmal ein extra Tag, weißt du? Ich habe einen normalen Arbeitstag und ich soll morgen wieder 6-7 Mal fliegen und um 5 Uhr aufstehen. Ey, habe ich gesagt, mache ich nicht, Mann.
Ich habe heute den ganzen Tag schon Kratzen im Hals gehabt. Kann sein, dass ich morgen früh krank bin. Weil meine Nase dichter an meinen Hals wehtut. Dann meinte ja. Und dann? Ey. Kann nicht wahr sein. Jetzt meldet er sich einfach krank. Ich wette, der ist nicht krank. Wenn der krank wäre, ja, der arbeitet noch nicht mal ein Jahr hier, dann wäre das schon das vierte oder fünfte Mal, dass der krank ist. Okay, sieht so aus, als würde ich morgen nicht um 5 Uhr aufstehen müssen, sondern erst um 6. Ich habe vorhin auch schon gemacht am Telefon mit der Jamie. Ich habe gesagt, ey, ich stehe nicht um 5 Uhr auf. Und jetzt der Koji Nummer 1. Na, für ihn ist es ein extra Tag. Das heißt, er macht wieder doppelte Kohle. Genau wie die letzten 2 Tage. Und heute hat er sogar dreifach gemacht. Aber ist mir egal. Ey, ist das nervig, dass der Typ dauernd krank ist, Mann. Also wenn er fliegt, ne? Und dann macht er einen guten Job. Aber, ey, ich muss dem Koji morgen sagen, dass es eine Bestrafung für den ist, wenn er nicht die Stunden für morgen aufgeschrieben bekommt. Ey, warum sind wir denn so krass ausgebucht? Morgen, den ganzen Tag, habe ich schon wieder 5 Flüge. Sonntag, ich hoffe, der Sonntag wieder da. Denn am Sonntag, da ist wieder der ganze Tag ausgebucht und dann hat er die Nummer 2 nur einen einzigen Flug am Nachmittag. Und das wäre ich. Wenn der Koji morgen natürlich so lange fliegt, dann ist der Montag die Nummer 3. Boah, das nervt mich alles, Mann. Naja. Andere arbeiten 5, 6 Tage die Woche, haben 2, 3 Jobs hier, um über die Runden zu kommen. Und ich beschwere mich, wenn ich 4, 5 Tage arbeiten muss. Aber ich habe echt Rücken. Und mein Hals ist echt. Naja, auf jeden Fall muss ich morgen nicht um 5 Uhr raus. Das ist schon mal gut. 9:30 haben wir jetzt schon wieder. Videos habe ich nicht mehr zusammengeschnitten. Ich bin 5 Tage hinten, das muss ich irgendwann andermal machen. Okay. Morgen ist trotzdem voller Tag. Ich meine, die 1 und die Nummer 2 fliegen beide wieder. Wetter auch wieder unbeständig. Boah, das war heute vielleicht ein Mist. Aber die Wasserfälle haben Wasser, wenn man hinfliegen kann. Und die Passagiere sind trotzdem immer zufrieden. Von daher, das war ja wirklich krass mit den 50 Fuß hohen Wellen heute am North Shore. 30 an der Westseite. Da bin ich immerhin einmal vorbeigeflogen an der Westseite. Das habe ich auch noch nicht gesehen bisher. Das war auf jeden Fall interessant. So, morgen haben wir erst Samstag. Also ich kann schon wieder ein, zwei Tage frei gebrauchen. Ne? Ja, sobald ich wieder frei habe, muss ich auf jeden Fall den ganzen Kram zurückschicken, so schnell wie möglich. Ansonsten werde ich zur Kasse gebeten, beziehungsweise kriege ich meine Kohle nicht zurück. Ja, wir haben auch schon wieder den 24.11. in der Woche schon wieder Miete fällig. Und dann beginnt schon der letzte Monat des Jahres. Und dann ist in 3 Wochen Weihnachten. Hey. Naja. Alles gut. Ne?